Bene, grazie. Ich möchte Sie bitten, Platz zu nehmen. Diese Begegnung, dieses Treffen hat als Thema vom Nord nach Süd die Verteidigung und der Frieden in der Welt. Nach dem Jahre 1989, ja, der Fall der Berliner Mauer, die Zeit einer Welt mit weniger Mauern und weniger Krisen hat nicht lange angedauert. Wir hatten in den 90er Jahren die Kriege in Osteuropa, in der Balkanwelt. Und dann kam der Irakkrieg. Und dann kamen wir sehr schnell im Jahr 2001, wo wir alle den Schock erlitten. Für das neue Terrorismus auf der breiten Skala, also der Attentat in New York. Hat sich die Wahrnehmung geändert der Umstände, wo wir leben. In den Prioritäten sind wieder Themen aufgenommen worden, also in den Verhandlungen in vielen Gesellschaften, Themen wie Sicherheit, Verteidigung. Und der Blick richtet sich an die großen internationalen Organismen, die wir auch in diesen Tagen woran hier erinnert haben, also an die Strukturen, an die möglichen Einheiten, mit denen die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg versucht hat, neue Räume für den Dialog, der Verhandlungen, des Friedens zu schaffen. Und zu diesen, neben der UNO, gibt es natürlich die NATO, eine der wichtigsten Organismen, die Welt sich gegeben hat, um die neue historische Phase anzugehen. Und heute fühlen wir in einer stärkeren Art und Weise als vor einigen Jahren, aufgrund der Entwicklung, die wir erlebt haben, das große Thema der Bedürfnis nach Sicherheit. Und wir möchten diesen Begriff besser verstehen. Sind die Instrumente, die wir haben, sind sie noch angemessen, unsere Demokratien zu verteidigen? Was bedeutet das heute? Welche Idee unterstützt diese Verteidigung? Welcher Westen spricht heute? Definieren wir noch den Westen als eine Ausnahme? Wir dachten in der Vergangenheit, wir seien das Zentrum Europa mit den großen Ideen. Heute wird Europa sozusagen zu einer Ausnahme, wenn man so will, eine Peripherie, wenn man diesen Begriff von Papst Franziskus benutzen will. Und wir werden dieses Thema vertiefen mit zwei Gästen von außerordentlichen Bedeutung für die Rolle, die sie haben und auch für die Freundschaft, die sie uns zeigen, indem sie an diesem Meeting teilnehmen. In erster Linie Jens Stoltenberg, Generalsekretär der NATO. Er nimmt zum ersten Mal an dem Meeting teil. Wir nehmen ihn gerne in unserem Hall of Fame auf. Es ist eine Persönlichkeit von außerordentlicher Bedeutung und außerordentlicher Wichtigkeit. Er gehört zu den wichtigsten Figuren, die den Meeting besucht haben. Und wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, ihn hier zu haben. Und der Außenminister Italiens, Angelino Alfano, ist eine Persönlichkeit, die wir kennen.
Es ist von für ihn schon die 10. Teilnahme. Vielleicht wissen Sie das Sie sogar nicht, aber wir wissen es. Und so feiern wir dieses Jubiläum. Diese 10 Besuche zeigen die Zuneigung des aktuellen Außenministers Italiens, die mit unterschiedlichen Rollen hier den Meeting besucht hat. Wir möchten in Kürze diese Überlegung in Kürze eröffnen, aber davor möchte ich euch herzlich einladen, den Staatssekretär für die der Außenminister und Minister für Justiz der Republik San Marino, Nicola Renzi. Die Republik San Marino ist unterstützt und seit Jahren hier beim Meeting anwesend. Er wird den Gruß unseren zwei Gästen aussprechen. Danke. Ich danke euch allen ganz aufrichtig. Ich bin sehr dankbar dem Meeting und danke Emilia Guarnieri, der Präsidentin, für diese Möglichkeit, die der Republik San Marino geboten wird, hier international aufzutreten. Und das Meeting ist für San Marino ein Fenster auf die Welt hin, eine außergewöhnliche Gelegenheit zu werben, zu debattieren und zu diskutieren. Mittlerweile ist dies eine Institution für unsere Republik San Marino und ein sehr wichtiges Ereignis für uns. Wir bestätigen die Freundschaft mit euch und heute geht es um die Sicherheit, die Verteidigung und den Frieden in einem Kontext von wachsender Bedrohung in Europa und international. Die Stimme eines kleinen Staates kann nicht weniger stark sein in der Botschaft, wenn es darum geht, die Staaten aufzurufen, die Verteidigung und die Sicherheit weiter zu stärken. Die Republik San Marino unterstützt die Politiken in Europa und in der Welt und bemüht sich um die Bedrohungen zu limitieren. Eine wesentliche Bedrohung ist heute der internationale Terrorismus. Daher ist es notwendig, sich zu strukturieren mit einer Sicherheitsstrategie, die präventiv ist und im Fall eines Angriffs auf die Grundrechte sich zu verteidigen. Die entsprechenden Konventionen, die an der Basis der Verteidigungspolitik sind, müssen immer auch die vor allen Dingen die Bürger schützen im Fall von gewaltsamen Konflikten. Die Herausforderungen sind in allen Kontinenten präsent, auch in Europa. Und deswegen sind wir an einer Kreuzung, die sehr besorgniserregend ist. Die Republik San Marino ist nicht im Windschatten all dieser Phänomene, insbesondere auch nicht der Radikalisierung und des Terrorismus. Der Kontext führt uns dazu, ein Verteidigungskonzept zur Entwicklung wie nie zuvor. San Marino ist immer daran gelegen, Friede und Dialog zu fördern, weil wir eine jahrhundertelange Kultur der Freiheit haben. San Marino schließt sich höchsten Sicherheitskriterien an und hat ein normatives und strategisches System, um eine immer engere Zusammenarbeit mit anderen Staaten ins Werk zu setzen. In der letzten Zeit haben wir eine nationale Strategie zum Schutz angepackt und wir verspüren immer wieder auch die Folgen von Angriffen auf die Sicherheit der Bürger. Hm.
Wir brauchen außerordentliche Maßnahmen und wir brauchen außerordentliche Befähigungen. Wir haben neue Einheiten dazu geschaffen. Maßnahmen und Gewalten, die eigentlich auch eine Einschränkung der Normen, der Freiheiten gehabt hat. Und es geht auch um Prinzipien, die auch im Gegensatz zu weiteren Prinzipien stehen. Freiheit und Verteidigung. Unser Plan für die nationale Sicherheit muss aber nicht im Gegensatz stehen zu den internationalen Konventionen. Wir ratifizieren gerade die Konventionen über Cyberkriminalität und auch wir haben als San Marino in Nicosia unterzeichnet die Konvention über die kulturellen Güter. Und das war ein Mittel um die Bekämpfung für das organisierte Verbrechen. San Marino erkennt die wichtigen Schritte, die unsere Freunde der Italienischen Republik gemacht haben für die und anerkannt natürlich die Initiativen der NATO. Nie wie heute ist der Bedarf nach Frieden so groß. Was wir in Barcelona gesehen haben, ruft uns in Erinnerung, dass wir eine Bewegung der globalen Sicherheit brauchen. Und das muss auf einer politisch-kulturellen Initiative gründen. Wir müssen eine Antwort der Ängste geben, aber wir müssen in die nächste Zukunft blicken. Wir müssen neue Instrumente und nutzbare Instrumente schaffen, damit wir die Instrumente des Todes vermeiden können. Und wir brauchen eine Verteidigung der Kultur des Lebens. In diesem Geiste möchte ich meine Dankbarkeit dem Meeting wünschen und für die Zukunft viel Erfolg. Vielen Dank. Und ich möchte jetzt das Wort dem italienischen Außenminister übergeben. Ich habe schon unterstrichen, warum wir schon so große Freunde sind. Jetzt möchten wir Ihren Beitrag hören. Guten Nachmittag. Roberto war gerade dabei zu sagen, es war mir nicht bewusst, dass ich schon 10-mal hier gewesen bin. Aber ich muss euch sagen, das fühle ich nicht. Ich bin hier mit der Freude, hier euch Freund zu sein. Aber ich möchte in Erinnerung rufen, das erste Mal, wo ich hier war, das war dank Maurizio Lupi für ein Treffen des Intergruppo für die Subsidiarität. Und das für mich war eine große Investition für der Werte. Und dieser Einsatz hat 3-4 Legislaturperioden gekennzeichnet. Das war eine Initiative von Maurizio Lupi und Enrico Letta. Und das hat auch Spuren hinterlassen in der Gazzetta Ufficiale, weil da aus dieser Erfahrung Gesetze entstanden sind. Heute bin ich hier, um mit dem Generalsekretär zu diskutieren. Und es ist für mich eine Ehre, um über Verteidigung und Frieden zu sprechen. Herr Generalsekretär, heute sprechen wir über Sicherheit. In denselben Augenblicken, in dem in Legnano das Begräbnis einer der drei Opfer, italienischen Opfer von Barcelona, gefeiert werden. Dieser Junge aus Legnano mit Luca Russo, dessen Beerdigung morgen stattfinden werden in Bassano. Und wir möchten uns auch an eine Frau erinnern, 80-Jährige, die vor
einigen Jahren Italien verlassen hat, aber immer noch italienischen Pass hatte. Sie hatten keine andere Schuld, als in einer der schönsten Städte der Welt zu sein, um die eigene Freiheit zu genießen, die eigene Freiheit zu reisen, Freiheit glücklich zu sein, eine Reise mit der Gelobten zu unterbrechen oder mit den eigenen Kindern. Ich bin am Sonntag in Barcelona auf der Rambla gewesen und ich habe so viele Blumen und so viele Kerzen gesehen, die an die Opfer erinnert. Und diese Opfer waren zufälligerweise da, als dieser Attentat verübt wurde. Ich habe ein Mosaik von Jean Miró gesehen und ich habe mich an einen Satz von ihm erinnert. Ein schöner Satz. Es ist, dass je bestürzender das Leben ist, umso mehr reagiere ich mit Freiheit. Die stärkste Reaktion, die wir zeigen können, ist ein Ausbruch der Freiheit, indem wir wieder behaupten, unser Wunsch, frei zu sein, unsere Kraft, unser Einsatz, um frei zu sein. Die Arbeit der Terroristen besteht genau darin, versuchen, uns Angst einzujagen, uns die Freiheit zu nehmen, unsere Lebensart zu verändern und durch eine Veränderung der Lebensart uns als weniger frei zu fühlen zu lassen. Am 1. Januar 1951, Franklin Delano Roosevelt, indem er einen Diskurs hielt den Amerikanern, hat eine sehr wichtige Rede gehalten und er hat den Liberalismus angesprochen, die fundamentalen Freiheiten, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Freiheit vom Bedürftigsein, Freiheit von der Angst. Die Freiheit von der Angst, es ist in der die Freiheit von der Angst ist gebunden mit dem Thema Sicherheit. Wir wissen, dass wir nicht frei leben können, wenn wir Angst haben. Wir wissen, dass wer Angst hat, nicht vollkommen frei ist. Und die Grundfrage, der wir eine Antwort geben müssen, wie kann diese ewige Instanz der Sicherheit eine moderne Antwort bekommen? Es muss ein praktischer Ansatz geben, damit wir uns ermöglicht wird, frei zu sein. Wie kann dieses Bedürfnis, der ewig ist, der so groß, der groß wie der Mensch ist, weil der Mensch frei auf die Welt kommt, wie kann dieser Bedürfnis eine moderne Antwort bekommen? Und wir wissen, in der Geschichte gab es unterschiedliche Antworten. Seitdem der Mensch in einer Gesellschaft lebte, gab es den Bedürfnis, dass hat jemanden gebraucht, dem Bedürfnis nach Sicherheit eine Antwort gegeben hat. Und eine Antwort waren oft Mauern oder Isolation. Und in vielen Teilen der Geschichte, Sicherheit hat allein Verteidigung bedeutet, dank der Trennung. Heute sind wir Bürger einer Revolution. Ist das vielleicht nicht völlig bewusst. Und noch weniger haben das meine Kinder. Meine Kinder sind in den 2000er Jahren geboren. Ich komme aus der Generation, die ersten Experimente mit dem Commodore 64 gemacht hat. Ich weiß, dass es diese Digitalisierung neu ist. Und diese Digitalisierung hat ein weiteres Element
zerstört oder besser gesagt überwunden. Dass die Überwindung der Grenzen, die Digitalisierung hat die Grenzen überwunden. Und deswegen möchte ich mit euch eine Bemerkung teilen. In der digitalen Revolution, genau in dieser Zeit, wo man eigentlich Grenzen überwinden wollte, genau in dieser Zeit taucht wieder das Thema der Grenzen auf. Denkt an den Wahlkampf in den USA und die Mauer mit Mexiko. Denkt an die Bedrohungen aus Österreich. Wir brauchen eine Mauer am Brenner. Denkt an gewisse Themen in Ungarn. Denkt an die Notwendigkeit für die Verteidigung der europäischen Grenze durch ein Abkommen mit der Türkei. Denkt an die große Arbeit, die wir gerade leisten, an die Grenze des Mittelmeers, wo man keine Mauer aufbauen kann. Und insbesondere an die Grenze zwischen uns und Libyen. In einer Zeit, wo die Grenzen zerstört werden, kommt wieder das Thema der Grenzen. Das ist ein Paradox. Und in diesem Paradox muss die Gesellschaft eine neue Antwort finden, um die Freiheit, die wir erreicht haben, zu verteidigen. Und das möchte ich nicht in einer sentimentalen Art und Weise euch weitergeben. Und es gibt eine Verbindung zwischen unserer Debatte jetzt und dem Titel des Meetings, was du von deinen Vätern ererbt hast, erwirb es, um es zu besitzen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe mich immer als schuldig gefühlt der Generation von meinem Großvater und zum Teil zu der Generation von meinem Vater. Ich bin im Jahre 1970 geboren und ich kannte nur Frieden. Mein Vater ist im Jahr 36 geboren und er erinnert sich an die Ankunft der Amerikaner in Sizilien. Und mein Großvater und sein Vater haben natürlich alle Kriege persönlich kennengelernt. Und es ist erst die meine Generation, die nur Frieden gekannt hat. Und in dieser Zeit von Terrorismus, von Unsicherheit, denke ich, dass die Mission der Generation, die nur Frieden kennengelernt hat, nur darin bestehen kann, Freiheit und Frieden zu schützen, um das neu zu erwerben, was unsere Väter uns gegeben haben, um es zu besitzen. Wir haben die Mission, die Freiheit zu schützen. Weil der Angriff an die Freiheit entwickelt sich gerade durch Wege, die den Kriegen unserer Väter nicht entsprechen. Es waren nicht Kriege, die durch Botschafter, durch Mitteilungen der Botschafter begannen. In unserer Zeit, unsere Freiheit wird angegriffen von Männern, die im Namen Gottes töten. Aber wir alle wissen, dass Gott Liebe ist und dass keine Religion Hass verbreiten will und dass keine Religion den Tod oder die Tötung anderer Menschen als Weg, um nahe Gott zu kommen, vorschlägt. Und das ist nur eine Geiselnahme von Gott selbst, um die eigene Tötungen und die eigene Misstaten zu verstecken. Heute wird der Krieg nicht von einem Staat, einem anderen geklärt. Es kommt von einem Kalifat, von Männern, die eine Doktrine verbreiten wollen und der anderen Leuten per Internet das Kit des Terroristen weitergeben. Und wir wissen, um an diesen Angriff eine Antwort zu geben,
eine reine militärische Antwort nicht ausreichen werden, aber wir brauchen eine militärische Antwort. Wir wissen, dass es eine kulturelle Antwort nicht ausreichend ist, alleine nicht, aber wir brauchen das. Wir wissen, dass eine reine Antwort auf Polizeiebene ist nicht ausreichend, aber wir brauchen auch diese Antwort. Und wir brauchen auch eine Antwort auf der Ebene der Gesetze, aber das wird auch nicht ausreichen, aber das brauchen wir auch. Aber das, was wirklich notwendig ist, ist, dass wir alle diese Hebel nutzen. Es ist notwendig, aber wird es auch ausreichend sein? Nein, das wissen wir nicht. Wir leben in einer Zeit, wo das Risiko Null einfach nicht existiert. Und jede Bemühung, die wir angehen, zielt darauf, das Risiko zu reduzieren. Die Gewissheit zu erreichen, dass wir alles versucht und gemacht haben, was wir machen konnten, in dem Bewusstsein, dass das Risiko Null nicht gibt. Also, Herr Generalsekretär, für uns wir haben eine große Wertschätzung für die Arbeit der NATO und für Ihre Arbeit. Und gleichzeitig sind wir sehr stolz, Italiener zu sein. Wir sind eine große Nation. Wir leisten den zweiten Beitrag innerhalb der NATO und wir tragen auch dazu bei, wir tragen nicht nur der militärischen Lösungen bei, sondern wir versuchen auch auf einer anderen Ebene die Sicherheit unserer Bürger zu schaffen. Bis dato sind wir ein sicheres Land gewesen. Wir haben gezeigt, dass wir solidarisch und gleichzeitig sicher sein konnten. Wir haben Hunderte von Menschenleben gerettet und gleichzeitig sind wir ein sicheres Land gewesen. Ein Land, wo die Katholiken ihren Jubiläum der Barmherzigkeit feiern können, aber ein Land, wo nach dem Attentat in Paris an Charlie Hebdo wir auch die Sicherheit der Juden in Italien gewährleistet worden ist und ein Land, wo die muslimischen Gemeinden aus dem Inneren die Radikalisierungen innerhalb ihrer Welt verurteilt haben. Das sind die Früchte. Und wenn der Baum sich von den Früchten erkennen lässt, wie unsere Tradition uns lehrt, wenn der Frucht die Sicherheit heißt, der Baum ist die große Demokratie, die sehr viele Leben gerettet hat und trotzdem ihre Bürger geschützt hat. Und wenn das die Früchte sind, dann sollen wir auch diese Früchte einfach nicht zerstreuen. Das ist, was wir haben uns auf die richtige Seite der Geschichte gestellt. Und ich behaupte noch, dass die italienische Antwort die bessere gewesen ist und dass diese Antwort nicht beseitigt werden kann und es kann nicht akzeptiert werden, dass wir einen Gegensatz haben zwischen Menschenrechten und Solidarität. Wir haben diese zwei Elemente zusammengehalten und das, was wir geschaffen haben, soll nicht beseitigt werden, soll nicht vernachlässigt worden. Es ist etwas, was wir Italiener erreicht haben und wir fordern, wir fordern einen wichtigen Punkt. Wir sind ein Land, in dessen Verfassung die Anerkennung der Religionsfreiheit steht. Der Mensch betet, seitdem er existiert. Der Staat soll nicht das Recht, die Religionsfreiheit, das Recht auf Gebet soll nicht vom Staat einfach zugelassen werden. Es ist etwas, was nicht vom Staat zugelassen werden muss. Es gibt ein natürliches Recht auf das Gebet. Das drückt sich in einer außerordentlichen Toleranz aus. Das kommt, wenn man so will, aus dem Buch über die Toleranz von Voltaire,
Das drückt sich in unserer Kultur aus, aber wir müssen auch sagen, wir haben die Pflicht zu sagen, wir sind tolerant, aber wir können nicht tolerant sein mit denen, die intolerant sind, die unsere Gesetze, die unser Recht nicht respektieren, die unsere Sitten und unsere Lebensart nicht respektieren. Das, was wir erreicht haben in Italien, ist genau das. Und darüber sind wir stolz. Und deswegen wollen wir nicht diese Errungenschaften verlieren. Als ich Innenminister war, bin ich sehr froh, das System der Abschiebungen eingeleitet gehabt zu haben für die Personen, die sich hier radikalisiert haben. Aber gleichzeitig, wenn das unsere nationale Antwort wird, auf einer generelleren Ebene, brauchen wir diese Antwort zu geben, diesem Bedürfnis von Sicherheit. Und somit möchte ich jetzt langsam mich dem Ende nähern. Wir brauchen eine neue Antwort. Wir müssen eine neue Antwort finden. Die Digitalisierung hat die Grenzen überwunden. Es wird keine physische Barriere, keine physische Grenze uns Sicherheit verschaffen. Das ist nicht die richtige Antwort. Die Antwort kommt von das Zusammenwirken der unterschiedlichen Hebel, die ich vorher genannt habe. Wir müssen unterscheiden, die schießen, von denen, die beten. Die Gesetzgebung. Und deswegen setzen wir stark auf ein Ideal. Eine Europäische Union, die stärker wird, auch in der Außenpolitik, dank eines gemeinsamen politischen Systems der Verteidigung. Wir haben dieses Thema vor kurzem, also kurz davor, angesprochen mit dem Generalsekretär. Wir haben gewisse Themen besprochen. Wir haben auch in der Vergangenheit, wo wir uns getroffen haben, darüber gesprochen. Einer unserer Gründerväter, Alcide De Gasperi, starb mit dem Schmerz die Geburt der eine gemeinsame europäische Verteidigung nicht gesehen zu haben. Und es gab diese Idee schon in den ersten 50er Jahren. Und er sagte, die europäische Architektur bedarf dieses Elementes, um solide zu sein. Er hatte recht. Heute, die Geschichte, 60 Jahre später, bietet uns die Möglichkeit, hier das zu berichtigen. Es gibt keine starke politische europäische Außenpolitik ohne eine starke Verteidigungspolitik. Und wir danken der NATO dafür, für was sie tut. Aber trotzdem brauchen wir eine Stärkung der Verteidigung der Europäischen Union, nicht in einer im Gegensatz zur NATO, sondern in einer Komplementarität, in der Europa den Mut haben muss und die Stärke haben muss, mehr zu tun. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten uns einlädt, mehr zu tun, hat er nicht Unrecht. Wir müssen eine Leadership, Italien und Europa, eine Leadership neu gewinnen, und wir müssen in die Verteidigung investieren, weil in Außenpolitik gelten dieselben Regeln in der Physik. Wir müssen uns nicht überraschen, wenn wir nicht in die Südflanke Europas investieren, dann müssen wir uns nicht wundern, dass jemand anders diese Leadership übernimmt und der vielleicht nicht Europa sein wird. Deswegen wollen wir sehr klar sein. Wir stehen vor dem libyschen Problem. Wir haben die Probleme im Nahen Osten im Blick. Wir haben ein Meer, das Mittelmeer. Wenn wir das auf einer Weltkugel schauen, sieht wie ein See aus. Also gegenüber ist eine
ist ein kleines Meer im Vergleich zu den Ozeanen, aber dort spielt sich die globale Sicherheit ab. Bis sogar, und es spielen auch weitere Themen eine Rolle, Energie, Migrationen. In diesem Meer spielt sich so Wichtiges ab. Es ist sozusagen die Erweiterung des See von Tiberias. Wem gebührt diese Aufgabe? Ist es eine Aufgabe der Vereinigten Staaten der Amerika oder ist es unsere Aufgabe? Wir danken der NATO. Am 5. September wird sich ein Hub eröffnen der NATO, damit die Sicherheitspolitik koordiniert werden können. Und es wird unter der Leitung eines italienischen Generals eröffnet. Und wir danken der NATO für diese Entscheidung, die wir sehr wichtig betrachten, als sehr wichtig betrachten. Das alles braucht aber eine Unterstützung, die auf europäischer Ebene kommen muss. Und dafür arbeiten wir und werden wir arbeiten im Bewusstsein, dass unsere Wahl nach dem Geist de Gasperi bleibt lebendig. De Gasperi hat unsere Geschichte, unsere republikanische Geschichte gekennzeichnet und das ist eine klare Wahl, eine klare Entscheidung, der NATO beizutreten und Europa aufzubauen. Diese sind die Entscheidungen von damals, die heute noch gültig sind. Fragt euch, wieso nach dem Fall der Sowjetunion die NATO nicht zusammengebrochen ist. Die Allianz der Osteuropäer ist zu Fall gekommen. Also die NATO hat uns Sicherheit und Stabilität auf der Welt gebracht und deswegen ist sie auch geblieben. Wir haben also als Generation freier Menschen eine große Herausforderung steht uns davor, die globale Sicherheit. Jeder kann das aus dem eigenen Gesichtspunkt ausgehen, aber eines müssen wir betrachten. Und ich komme an denselben Punkt, wovon ich ausging. Um unsere Freiheit zu behaupten, müssen wir das Recht, die Freiheit betonen, keine Angst zu haben. Um diesen Wunsch zu realisieren, brauchen wir den Einsatz von allen und von einem jeden von uns. Und eines muss ich ganz klar sagen, wir sind unseren Vätern schuldig, eine Freiheit, wofür sie gestorben sind. Und wir müssen einen Kampf für die Freiheit anfangen, damit unsere Kinder Bürger einer sicheren und frei von Angst, sicher vor den Fanatikern, die all dies in Gefahr bringen. Und nun gebe ich das Wort dem Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, der uns sagen wird, er wird versuchen, diese große Organisation, eine der größten Organismen internationaler Politik, internationaler Kooperation und internationaler Politik in der Welt, diese Organisation in diesem Kontext der Virtualität zu platzieren. Stoltenberg hat eine lange politische Karriere. Er war zweimal Premierminister von Norwegen. Er ist Norweger und er war vorher auch Minister in verschiedenen Ministerien und ein Führer der Arbeiterpartei in Norwegen. Sie sind Teil einer langen Geschichte, einer langen Reihe von internationalen Persönlichkeiten, die wir hier schon zu Gast haben, finden können. Vielen Dank und guten Nachmittag.
Guten Tag für alle. Ich möchte also Roberto Fontolan danken für die Einführung und für die Gastgeberschaft. Ich möchte auch Minister Angelino Alfano danken für seine interessanten und einsichtigen Anmerkungen. Ich habe sehr genau zugehört seiner Rede und ich schätze sehr die Kooperation, die wir beide in der NATO haben, die persönliche Kooperation, aber natürlich auch die enge Kooperation zwischen Italien, also zwischen der NATO und Italien. Italien ist eines der prominenten Gründungsmitglieder der NATO. Es ist eine wirkliche Ehre, hier zu sein, an diesem Meeting für Völkerfreundschaft. Und das ist mein erster Besuch in Rimini. Ich schätze sehr, dieses Meeting zu besuchen. Ich verstehe aber auch, dass ich nächstes Mal für den Urlaub nach Rimini kommen muss. Ich bewundere eure Hingabe, die Menschen zusammenzuführen im Geist eines offenen Dialogs, gegenseitigen Respekts und Optimismus. Die Welt könnte eine gesunde Dosis von Rimini-Meeting-Geist gerade jetzt gebrauchen. Ich möchte diese Gelegenheit ergreifen, um Italien für all seine Beiträge zur Allianz zu danken. Italien ist der zweitgrößte Beitraggeber für NATO-Operationen und Missionen. Italienische Soldaten dienen in multinationalen Kampfgruppen in Litauen. Italienische Jets nehmen teil an der Luftüberwachung in Bulgarien. Italien führt NATOs Friedensmission im Kosovo an und italienische Truppen spielen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Terrorismus in Afghanistan und im Irak. In Italien liegt in Neapel das Joint Force Command und die neue NATO-Zentrale für den Süden. Ich danke Italien sehr für all diese Beiträge zur gemeinsamen Sicherheit. Heute möchte ich einige Gedanken mit Ihnen teilen über die Rolle, die NATO spielt bei der Erhaltung des Friedens und der Förderung der Stabilität. Wir sind eine Verteidigungsallianz mit 29 Mitgliedsländern. Wir sind geeint durch gemeinsame Werte, Demokratie, individuelle Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Unsere Hingabe für den Frieden ist Teil unseres Gründungsvertrags. Dieser Vertrag wurde wirksam
genau vor 68 Jahren, heute am 24. August 1949. Wir feiern also heute den Geburtstag der NATO. Die letzten 68 Jahre lang blieb der Zweck der NATO derselbe: Frieden zu erhalten. Und wir tun dies, indem wir versprechen, einander zu verteidigen. Das Herz unserer Allianz ist Artikel 5 und die kollektive Verteidigungsklausel. Sie besagt ganz klar, dass ein Angriff auf einen Alliierten als Angriff auf die gesamte Allianz betrachtet wird. Alle für einen, einer für allen. Dieses Versprechen hat uns geholfen, den Frieden in Europa für fast 70 Jahre zu bewahren. Dies ist eine der längsten Friedensperioden und Stabilitätsperioden in Europas turbulenter Geschichte. Während unsere wesentliche Mission, Frieden zu erhalten, nicht verändert wurde, ist doch die Art und Weise, wie wir diese Mission durchführen, abhängig vom Sicherheitsumfeld. Heute sehen wir uns der größten Sicherheitsherausforderung in einer Generation gegenüber. Wir haben ein selbstgewisseres Russland und eine Instabilität im Nahen Osten und Nordafrika. Ich möchte jede dieser beiden Herausforderungen einzeln abhandeln. Zunächst Russland. Russland ist der größte Nachbar der NATO. Die NATO sucht nicht die Konfrontation mit Russland. In der Tat, nach dem Kalten Krieg haben wir hart gearbeitet, um eine strategische Partnerschaft mit Russland herzustellen. Aber Russlands aggressives Verhalten hat das Vertrauen untergraben, die Stabilität und die Sicherheit in Europa untergraben. 2014 hat Russland illegalerweise die Krim annektiert. Das zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hat eine europäische Nation das Territorium einer anderen Nation mit Gewalt an sich gerissen. Und Russland fährt fort, die Ostukraine zu destabilisieren. Es ist ein Konflikt, in dem bis jetzt 10.000 Ukrainer getötet worden sind. Das hat in dramatischer Weise unsere Sicherheitsumgebung verändert. Die NATO hat einen zweifachen Ansatz, mit dem es Russland behandelt: Verteidigung und Dialog. Ich glaube sehr an den Dialog. Letztes Jahr wurde mir eine Audienz mit seiner Heiligkeit Papst Franziskus gewährt. Ich bewundere ihn sehr. Ich bin ganz einverstanden mit seiner Heiligkeit, wenn er sagt, dass Dialog bringt Frieden. Frieden ist unmöglich ohne Dialog. Die NATO versucht daher, eine konstruktivere und vorhersagbarere Beziehung mit Russland zu haben. Es dient dazu, den Frieden zu wahren und eine bessere Beziehung zwischen NATO und Russland hervorzubringen. Wir wollen Russland ermutigen, innerhalb der Normen und Regeln der internationalen Gemeinschaft zu handeln. Transparenz und Vorhersagbarkeit sind kritisch.
insbesondere dann, wenn die Spannungen hoch sind. Mit mehr militärischen Kräften und mehr militärischen Übungen entlang der Grenzen gibt es ein höheres Risiko von unbeabsichtigten Zwischenfällen. Wir müssen alles tun, was wir können, um Fehler zu vermeiden. Und wenn Fehler und Fehlberechnungen vorkommen, dann müssen wir sicherstellen, dass sie nicht außer Kontrolle geraten. Trotz unserer Unterschiede fahren wir also fort im politischen Dialog mit Russland. Niemand sollte aber an der Bereitschaft und Entschlossenheit der NATO zweifeln, die Alliierten zu verteidigen. Darum geht es, wenn wir mit Abschreckung den Frieden sichern. Seit 2014 hat die NATO-Allianz in signifikanter Weise die gemeinsame Verteidigung verstärkt. Dabei geht es nicht darum, einen Konflikt zu provozieren, sondern ihn zu verhindern. Alle unsere Maßnahmen sind defensiv, transparent und angemessen und bewegen sich innerhalb unserer internationalen Verpflichtungen. Die andere große Herausforderung kommt von der gewaltsamen Instabilität im Süden Europas. Instabilität, die Millionen gezwungen hat, von ihren Ländern zu fliehen. Sie in Italien wissen das nur zu gut. Instabilität hat Extremismus hervorgebracht und Terrorismus inspiriert. Letzte Woche sahen wir einen anderen brutalen Angriff, diesmal in Barcelona. Es ist Teil einer Reihe von Angriffen in Nizza, Berlin, London und woanders. Diese Angriffe nutzen einfache Waffen wie Autos, Lastwagen und Messer mit vernichtenden Wirkungen. In freien und offenen Gesellschaften ist es sehr schwierig, jeden Angriff zu vermeiden. Wir können nicht unsere Städte schließen, aber wir sollten nicht Terrorismus als neue Normalität akzeptieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Werte und freien Gesellschaften unterminiert werden. Unsere Gesellschaften haben die Bedrohung des Terrorismus schon vorher gehabt und wir haben diese Bedrohung überwunden. Viele von Ihnen hier sind zu jung, um sich daran zu erinnern, aber in den 70ern und 80ern haben terroristische Gruppen wie die ETA, die IRA und die Roten Brigaden Verantwortung gehabt für viel mehr Tote, als wir heute sehen. Damals schien es unmöglich, diese Herausforderung zu überwinden, aber wir haben es geschafft und wir werden es wieder schaffen. Unter der Bedingung, dass wir bei unseren Werten bleiben, dass wir widerstandsfähig und entschieden sind und unter der Bedingung, dass wir stark und vereint sind. Dank unserer Militär, Polizei und Geheimdiensten hat es keine Angriffe mehr gegeben von der Größe und Komplexität des 9. September, des 11. September. Al-Qaida ist weit weg von der Kraft und Macht, die es einmal hatte. Und IS hat sehr viel von seinem Territorium in Irak und Syrien verloren. Aber die Bedrohung ist noch da und es gibt noch viel zu tun. Gemeinsam
haben wir viele Werkzeuge zur Verfügung für den Kampf gegen den Terrorismus. Und wir müssen sie alle nutzen. Wir müssen die Radikalisierung zu Hause bekämpfen. Wir brauchen die Polizei und die Geheimdienste, um die Dinge nachzuforschen und uns zu schützen. Wir brauchen politisch-diplomatische und wirtschaftliche Bemühungen, um Konflikte zu beenden, zu verhandeln und Frieden zu erhalten. Und ja, wir brauchen das Militär, um Gruppen wie IS zu begegnen und sie zu vernichten. In dieser gemeinsamen Anstrengung kann die NATO nicht alles machen, aber die NATO hat eine wichtige Rolle. Es geht darum, die Wurzeln des Terrorismus und der Instabilität anzupacken, und das tun wir nicht nur zu Hause. Es geht auch um das, was wir jenseits unserer Grenzen tun. Deswegen bleibt die NATO engagiert in Afghanistan, damit das Land nicht wieder ein sicherer Hafen für internationale Terroristen wird. Aus diesem Grund bilden wir irakische Offiziere aus, um Terrorismus in ihrem Land zu bekämpfen. Wir verbessern auch unsere Unterstützung für Partner im Nahen Osten und Nordafrika. Wir haben verschiedene Ausbildungs- und Verteidigungsprogramme mit Partnern, zum Beispiel Tunesien und Jordanien. Aktuell bereiten wir uns darauf vor, Libyen zu helfen, Sicherheitseinrichtungen aufzubauen. Und wir arbeiten mit der Europäischen Union, um mit der Flüchtlings- und Migrantenkrise in dem Ägäischen Meer und dem mittleren Mittelmeer fertig zu werden. Wir wollen die Stabilität in unserer Nachbarschaft fördern, denn um es in einfacher Weise zu sagen, wenn unsere Nachbarn stabiler sind, dann sind wir in größerer Sicherheit. Hier kann die NATO eine wesentliche Rolle spielen und auf Dekaden von Erfahrung und Partnerschaften mit mehr als 50 Nationen und Organisationen in der Welt aufbauen. Nur indem wir zusammenarbeiten, können wir wirklichen und dauerhaften Fortschritt auf den Frieden hin erreichen. Meine Damen und Herren, vor 68 Jahren heute trat der NATO-Vertrag in Kraft. Seitdem hat die NATO hart gearbeitet, um Frieden zu erhalten und Stabilität zu fördern in Europa und darüber hinaus. Heute stehen wir vor den größten Sicherheitsbedrohungen seit einer Generation. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir diese Herausforderungen bewältigen können, denn unsere Werte sind stärker. Freiheit, Demokratie und offene Gesellschaften werden immer die Oberhand behalten im Vergleich zu Hass, Gewalt und Intoleranz. Wenn wir vereint hinter unseren gemeinsamen Werten stehen, dann gibt es keine Bedrohung, der wir nicht die Stirn bieten können. Und es wird keine Herausforderung geben, die wir nicht bewältigen werden. Ich danke Ihnen für diese Einladung zu dieser wichtigen Plattform für Dialog und Frieden. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Stoltenberg, für diese Vision, für diesen Horizont, die Sie uns vor Augen gestellt haben, mit den Problemen, die wir gesehen, wir gehört haben. Und der Blick auf diesen
Horizont stammt aus einem starken Bewusstsein unserer Werte und die auch heute noch aktuell sind und die für diese Organisation so wichtig sind. Jetzt haben wir noch wenige Minuten, weil ich habe mich erlaubt, unsere Gästen ein paar Bemerkungen hinzuzufügen. Ich spreche jetzt den Minister Alfano an. Er hat sehr das Thema der Religionsfreiheit unterstrichen. Im aktuellen Kontext mehr als 75% der Weltbevölkerung, mehr als 75% der Weltbevölkerung lebt unter Bedingungen, in der die Religionsfreiheit nicht garantiert ist oder in vielen Fällen ist einfach nicht gegeben, wenn nicht bekämpft. Was können wir tun, um diese Situation zu verbessern? Und der Trend in dieser Frage ist eigentlich, zeigt, dass es immer schlimmer wird. Und die Projizierung in Kürze sprechen von 79%. Natürlich gibt es unterschiedliche Umstände, in unterschiedlichen Kontext, aber diese Zahl ist natürlich besorgniserregend. Also ich denke, die Religionsfreiheit ist einer der zentralen Elemente der heutigen Überlegungen. Ja, vielen Dank. Meine erste Bemerkung: Es fällt mir oft ein, indem ich an der Messe teilnehme. Oft hören wir dort Lesungen in der Liturgie des Wortes, die uns erzählen der Schwierigkeiten der ersten christlichen Gemeinschaft. Danach haben wir historischen Kenntnis, wie die ersten Christen auch verfolgt worden sind. Und ich denke, wir haben dabei die Bücher, die Geschichtsbücher gelesen, studiert. Nein, in Wirklichkeit haben wir nicht die Lesungen der Bibel gesehen. Wir haben Texte aus der Chronik gelesen. Das könnte genauso heute passieren. Die Verfolgungen finden heute noch in der Welt statt. Vor wenigen Jahren, die katholische Kirche hat als heilig gesprochen einen Priester, der hieß Don Pino Puglisi. Dieser Priester wurde heilig gesprochen, weil er als Priester getötet worden ist. Er wurde von der Mafia in Palermo getötet. Der Grund für seine Ermordung war sein Glaube. Wir haben nicht nur Verfolgung gegen die Christen. Es gibt etwas, was tief im Inneren derer liegt, die glauben, dass ein Glaubensbekenntnis eine Bedrohung für gewisse Interessen darstellt. Ich möchte jetzt aber zurück zum Generalthema zurückgreifen. Ich wollte aber auch unterstreichen, dass Verfolgungen auch in unserer Zeit in Italien passiert sind. Ich habe in Zusammenarbeit mit dem Vatikan ein Observatorium eingeleitet mit der Aufgabe, die religiösen Minderheiten zu beobachten. Wir wissen, dass die religiösen Verfolgungen haben nicht nur die Christen als Ziel. Es ist die religiösen Minderheiten sind ein zentrales Thema der modernen Freiheit. Und die Experten, die hier
mitmachen, sollen einen Mechanismus von Early Warning, also eine frühzeitige Warnung, ein Frühwarnungssystem unterstützen, damit wir Informationen aus aller Welt real-time bekommen können, indem es um Einschränkungen der Religionsfreiheit geht. Das wird sich auch entwickeln müssen. Und der Hauptkanal wird der diplomatische Kanal sein. Und das Ziel, was wir haben, ist, unseren italienischen Beitrag zu leisten. Die italienische Außenpolitik ist eine Politik, die, obwohl ich der 37. Außenminister Italiens bin, die italienische Außenpolitik hat sich nicht geändert. Es gibt wenige Grundpfeilen. Natürlich einer der Grundpfeile ist die NATO, die Europäische Union, die Berufung zum Mittelmeer und der vierte ist der Schutz der Menschenrechte. Im Rahmen dieses Schutzes, der Schutz der der Religionsminderheiten eine wesentliche Rolle spielt. Und das bringt uns zu den Wurzeln der Freiheit jeden einzelnen Person, die den eigenen Gott beten will. Und das wurzelt im natürlichen Recht. Wir alle sind gewohnt, dem Positivrecht zu folgen, aber wir sind auch alle erzogen worden, dass es ein natürliches Recht gibt, der vor dem positiven Recht gibt und existiert. Es steht uns eine Arbeit bevor. Uns und die Welt daran zu erinnern, in welchen Umständen auch immer, dass ein wesentliches Element des natürlichen Rechts das Recht zum Gebet. Jeder hat das Recht, den eigenen Gott zu beten. Und jeder muss es beten dürfen, den eigenen Gott zu beten, im eigenen Land, aber auch im Ausland, wenn er dort sich aufhält. Und wir haben die Möglichkeit, und zu einem gewissen Grad das Vermögen einzugreifen, um die Religionsfreiheit zu schützen. Und ein weiteres Thema ist, je mehr wir die Religionsfreiheit wir schützen können, desto sicherer wird die Welt, in der wir leben. Ich sagte vorher mit Herrn Stoltenberg, dass wir beim Meeting die Personen auch jenseits ihrer Rolle anschauen und uns dafür interessieren, auch wenn die Rolle sehr entscheidend und interessant ist. Wir fragen uns immer, was für eine Erfahrung diese Menschen mit so großer Verantwortung haben. Daher folgende Frage: Eine so verantwortungsvolle Rolle, wie fühlt man sich in dieser Rolle so großer Verantwortung? Es ist eine Rolle, das Schicksal der Welt mitzulenken, die Welt sicherer zu machen. Nehmen Sie sehr viel Schlafmittel? Schlafen Sie nachts? Wachen Sie morgens in Frieden auf? Ich bin sehr gut darin zu schlafen. Ich schlafe in meinem Bett, aber ich schlafe auch im Flugzeug, in Autos. Also ich weiß, wie man schläft. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn Sie für die NATO arbeiten. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass ich sehr, sagen wir mal so, dass es für mich eine große Ehre ist, an der Spitze der NATO zu stehen. Denn es ist eine sehr bedeutungsvolle Arbeit. Denn meine wesentliche Aufgabe ist, jeden Tag zu versuchen, dazu beizutragen, dass Friede herrscht.
Und das tue ich natürlich nicht alleine. Die NATO ist eine Allianz von 29 Nationen. Wir schützen fast 1 Milliarde Einwohner in NATO-Ländern. Und ich habe eine sehr gute Mannschaft von Leuten, die mir jeden Tag helfen. Ich schlafe und ich wache froh auf. Und ich weiß, dass wir erfolgreich waren bei den wichtigsten Aufgaben der NATO, die darin bestehen, Krieg zu verhindern und Frieden zu erhalten für die Menschen, die in den NATO-Ländern wohnen. Seit die NATO vor fast 70 Jahren gegründet wurde, hatten wir eine der längsten Friedenszeiten in unserem Teil von Europa. Dann gibt es natürlich viele Herausforderungen und ich habe einige in meiner Rede darauf hingewiesen. Terroristische Angriffe, Instabilität in der Nachbarschaft, Nordafrika, Nahosten, Afghanistan und so weiter. Und wir müssen das anpacken. Und ich arbeite daran, diese Herausforderungen anzugehen. Ich bin aber froh und zuversichtlich, dass die NATO in der Lage sein wird, den Frieden zu erhalten für die NATO-Bündnispartner, auch in der Zukunft. Denn wir waren bisher in der Lage, immer wenn die Welt sich verändert hat, uns dem anzupassen und uns auch zu verändern. Und das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ist, ich bin auch froh, weil einer der großen Vorteile meiner Arbeit als Generalsekretär der NATO ist, dass ich zu überall hin eingeladen werde und so viele nette Leute treffe, zum Beispiel hier nach Rimini, wo ich Sie alle treffe. Vielen Dank. Wir haben nur noch wenige Minuten. Ich werde nur noch eine Frage stellen für Sie, Minister Alfano. Ich möchte eine Frage in Bezug zu Russland stellen. Wir haben gehört, wie komplex dieses Thema ist. Es gibt eine Vision der NATO. Haben wir auch eine Vision Italiens zu den Beziehungen zu Russland? Mit welchem Ziel arbeiten Sie? Mit welchem Ziel arbeitet Italien, um diese Spannung zu reduzieren, damit wir einen Tisch des Dialogs zustande kommen kann? Dank für die Frage. Sie fragten nach einer persönlichen Einschätzung dem Generalsekretär und es ist mir eingefallen, dass hier im Saal eine Person sitzt, der eine sehr wichtige Rolle spielt in der NATO. Es ist der Präsident der Versammlung der Abgeordneten in der NATO und es ist ein Italiener. Und es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, wo ein Italiener diese Aufgabe innehat, die eine Verbindung aufbaut zwischen den Parlamenten der unterschiedlichen NATO-Länder. Und das ist der Abgeordnete Paolo Alli, der wirklich eine wichtige Aufgabe, eine wichtige Rolle hat. Und das ist einer der wichtigsten Aufgaben, die von den Italienern in einem internationalen Kontext ausgeübt werden. In der Beziehung zu Russland gibt es eine der Eigenschaften der italienischen Außenpolitik. Wir sind ein Land, der natürlich sehr stark an den transatlantischen Pakt festhält. Es ist einer der Grundpfeiler unserer Außenpolitik und unsere Verantwortung innerhalb der NATO zeigt das noch einmal deutlich. In diesem 2017 erinnern wir uns an das 70-jährige Jubiläum der Reise von Ancilla de Gasperi nach Washington. Aus dieser Reise entstand die Idee,
des Transatlantischen Paktes. Und da gab's, und daraus entstand die Idee der Entwicklung Europas und von unserem Land. Aber unsere Haltung als Land, der am Mittelmeer sich befindet, der sich nicht ideologisch verschlossen hat, trotz der Treue zum Transatlantischen Pakt, möchte ich das so beschreiben. Im Kalten Krieg hatten wir das Thema der energetischen Versorgung. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, aber der Kalte Krieg war natürlich da. Wir hatten die Problematik, wie wir die italienischen Häuser heizen könnten und wie konnten wir die Versorgung sicherstellen durch Gasdukten. Im Kalten Krieg hat Italien keine Angst gehabt, eine kommerzielle Partnerschaft mit Russland zu haben, damit die Italiener die eigene Häuser mit russischem Gas heizen konnten. Und wir sind auch sehr verlässliche Kunden gewesen für die Sowjetunion. Wir haben unsere Rechnungen immer bezahlt. Und sie sind für uns auch verlässliche Lieferanten gewesen damals. Aber jetzt, heute gibt es ein Thema. Das Thema der Krim, das Thema der Ukraine. Wie ist unsere Reaktion gewesen? Wir sind loyal dem System der Sanktionen gewesen, die die internationale Gemeinschaft ausgesprochen hat. Wir sind korrekt gewesen zu unserem internationalen Partner. Unsere Firmen haben hier einen Nachteil erlitten, aber wir haben die Grundprinzipien der Freiheit für Krim verteidigt. Und wir haben natürlich auch unsere Reaktion gezeigt für eine Aktion, die aus unserer Sicht außerhalb des internationalen Rechts stattgefunden hat. Gleichzeitig sind wir Befürworter, dass diese Sanktionen nicht automatisch neu verhängt werden sollten, weil diese Sanktionen sind eigentlich nicht das Ziel, sind nur ein Mittel, damit man die Lage in den Rahmen der internationalen Ordnung zurückgebracht wird. Und deswegen arbeiten wir, damit die Minsker Abkommen eingehalten werden und auch realisiert werden, damit wir wieder zur legalen Ordnung in jenen Regionen zurückkommen. Wenn wir diese Abkommen dann realisieren, dann sind wir die Ersten, die sagen, dass die Sanktionen aufgehoben werden können. Gleichzeitig haben wir soliden Partnerschaften oder ökonomischen Beziehungen, genau wie Deutschland, zu Russland behalten. Ich sage euch zwei Sachen. Das, was wir gemacht haben, die Sanktionen, die wir verhängt haben, hat uns nicht dazu geführt, dass wir das Problem gelöst haben. Vor etwa einem Monat hat die russische Regierung einen Auftrag gegeben mit einem Umsatz von ungefähr 4 Milliarden Euro. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, in der Partnerschaft NATO-Russland in Pratica di Mare wurde ein Abkommen unterschrieben, das Tisch NATO-Russland hat entstehen lassen. Ich denke, dass dieses Abkommen einer der wichtigen Erbschaften der Berlusconi-Regierungen gewesen ist. Daraus entstand eine Plattform für den Dialog, die bei schönen, bei schwierigen Zeiten funktionieren muss. Das Kanal des Dialogs muss immer offen bleiben, auch indem wir uns erinnern, und das ist das Zweite, was ich euch sagen wollte, wir dürfen nicht vergessen, dass Russland Teil einer internationalen Allianz gegen den Terrorismus ist. Und wir dürfen nicht unterschätzen die Wichtigkeit
dieser Teilnahme von Russland an die globale Allianz gegen den Terrorismus. Deswegen müssen wir das Gleichgewicht behalten. Ich weiß, dass wir das gesunde Menschenverstand hier nicht verloren werden soll. Ich möchte Sie, Herr Stoltenberg, fragen. Heute hat jeder mehr die Illusion, die Demokratie kann nicht durch Kriege exportiert werden. Deswegen stelle ich mir eine Frage. Wie können wir heute nicht nur Demokratie verteidigen, wir können aber auch Demokratie expandieren. Gibt es einen Beitrag der NATO dazu? Der Hauptzweck der NATO ist, unsere Bündnispartner zu verteidigen. Aber die NATO verteidigt auch Werte. Und in unserem Gründungsvertrag ist klar gesagt, dass die wesentlichen Werte Freiheit, individuelle Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit sind. Und das sind die wesentlichen Werte jeder demokratischen Gesellschaft. Daher ist die NATO eine Allianz von 29 Demokratien. Und indem wir eine starke NATO haben, verteidigen wir auch unsere demokratischen, offenen Gesellschaften. Und ich bin absolut einverstanden mit Minister Alfano, dass die Menschen in Sicherheit leben können müssen, um frei zu sein. Und wir brauchen Freiheit, um wirklich Demokratie zu haben. Daher ist die NATO ein Beitrag zur Demokratie, zum Teil, indem sie unsere Länder verteidigt. Aber wir helfen auch, nicht durch Gewalt, sondern durch Kooperation, durch Partnerschaften, demokratische Institutionen in anderen Ländern aufzubauen. Zum Beispiel, wenn wir in Afghanistan arbeiten, dann helfen wir dort, Regierungsinstitutionen aufzubauen, Korruption zu bekämpfen und auch die demokratischen Institutionen zu verteidigen gegen Gewalt, die von terroristischen Organisationen und Taliban ausgeht. Zum Beispiel, wenn die NATO, als die NATO sehr engagiert war bei der Bekämpfung ethnischer Konflikte im Balkan, Bosnien-Herzegowina, in der Nähe von Italien, in Serbien, in Kosovo in den 90er Jahren, da ging es auch darum, Frieden zu schaffen und die Grundlagen für Demokratie zu legen. Die Aufgabe der NATO besteht also darin, 29 Demokratien zu verteidigen, die 1 Milliarde Leute, die in demokratischen Gesellschaften leben. Aber die Verantwortung der NATO besteht auch darin, mit Nachbarn, mit Partnern zusammenzuarbeiten in der ganzen Welt, um ihnen zu helfen, freie demokratische Gesellschaften aufzubauen. Das ist gut für Sie, aber es ist auch gut für uns. Denn wenn wir stabile, freie, demokratische Nachbarn haben, dann leben wir in größerer Sicherheit. Da ich hier in Rimini beim Meeting bin, möchte ich auch sagen, dass ein Teil davon auch die Religionsfreiheit ist. Wenn die Gründungsakte der NATO über individuelle Freiheiten spricht, dann inkludiert das selbstverständlich die individuelle Freiheit, den Gott, in den der Einzelne glaubt, auch zu verehren. NATO ist die Allianz für Freiheit, Frieden und Demokratie. Danke.
Danke. Ich grüße euch alle und erinnere daran, dass die Unterstützung des Meetings auf viele Weisen möglich ist, unter anderem auch, indem man Geld spendet an den entsprechenden Stellen auf dem Meetinggelände. Ich danke dem Ratssekretär von San Marino und ich danke für die Freundschaft mit dem Meeting und ich grüße unsere zwei Gäste. Die politische Situation in Italien ist immer in großer Entwicklung begriffen, aber ich hoffe, dass der Minister Alfano zu seinem 11. Besuch im nächsten Jahr kommen wird. Und ich erinnere Herrn Stoltenberg an seinen Versprechen, dass er hier hinkommen möchte, um Urlaub zu machen. Aber wir werden ihn nicht einfach nur Urlaub machen lassen. Das heißt, wir hoffen, Sie auch nächstes Jahr mit uns hier wieder zu treffen. Danke, dass Sie gekommen sind.